Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserer FIFA 23 Karriere. Wir stehen immer noch in Saison 4 oder beziehungsweise mit dem Beginn der Saison 4. Nächste Gegner ist die TSG Hoffenheim und ich hatte mir eigentlich mal spontan was überlegt, ob das irgendwie möglich ist. Die Frage, kriege ich es hin? Ich möchte einen Spieler verpflichten, gerne. Und zwar Sucic vom FC, der mir, ich glaube, ich in den letzten beiden Duellen ziemlich auf den Sack gegangen ist. Aber die Frage ist, ob er überhaupt zu holen ist. 31 Millionen natürlich nicht. Shit. Okay, 22 Jahre alt, da haben sie einen starken, aber starken Bombenspieler gekriegt. Ding mit dem Kroaten. Na ja, gut, okay. Aber ich werde wahrscheinlich nicht leiden können, ne? Ne, er wird Stammspieler sein. Scheiße, da habe ich jetzt. Schade. Mal gucken, was wir haben. Haben wir noch irgendwas eigentlich an den freien Spielerlisten? Weil irgendwie ist mir das momentan. Läuft es nicht. Ich habe jetzt ein bisschen umgebaut. Ich werde wahrscheinlich jetzt gucken, dass ich vielleicht nochmal. Ja, eigentlich muss ich irgendwann schauen, dass ich die Linksverteidiger- und die Innenverteidigerpositionen nochmal. Gut, Innenverteidiger habe ich ja Morgana noch ausgeliehen. Aber dass ich irgendwann nochmal was. Ja, warte mal. Ich hätte überlegt, eine Überlegung wert. Einer von beiden vielleicht. Angelino vielleicht. Das wäre Erika. Der wird wahrscheinlich nicht zu leihen sein, ne? Oder Fragezeichen. Laie vorschlagen? Ne, leider nicht. Okay. Oder Raum. Aber das wird auch wahrscheinlich nichts. Das wird wahrscheinlich nichts. Sei denn, der sagt, okay, nehmen wir Leihen. Ne. Okay, sind beide nicht möglich. Schade, ich hätte sogar eine von beiden mindestens geholt. Sechs Millionen, ja, die Frage ist. Okay. Cool, hab ich für mich noch 5 Millionen oder so? Vielleicht haben wir noch irgendwas Millionen? Oder habe ich gar nichts mehr an so an Geld? Ich habe gar nichts mehr. Oh. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Kohle gehabt. Okay, dann müssen wir gucken, dass wir noch ein paar Spiele abgeben. Nächster Gegner, wie gesagt, ist heute die TSG Hoffenheim. Wir wollen natürlich den ersten Sieg heute feiern. So, jetzt gehen wir natürlich erstmal durch die Spieler durch, die so abgegeben werden müssen. Können wir gerne. Machen wir ein bisschen Kohle frei. Versuchen wir es zumindest. So, Staffelit ist 2,5 Millionen. 2,5 Millionen ist für. Ich habe aber keine Alternativen, ne? Ich habe dann aber keine Alternativen auf der Position, fällt mir gerade ein. Ne. Tut mir leid, Federbatsche. Das möchte ich gerade nicht. Der bleibt erstmal schön bei uns. Ohne Geld ist es nicht möglich. Ich würde gerne, wie gesagt, nach Linie oder Raum holen. Ich brauche halt einen Außenverteidiger, der ein bisschen mit nach vorne marschieren kann. Aber jetzt nicht. So, jetzt gucken wir mal gerade, wer da so den Verein verlässt. Okay, das ist wahrscheinlich einer unserer Dick de Vries. Ja, wechselt zu Milek. Ich glaube, das ist Polen, würde ich so spontan mal sagen. Ist leider so. Und Peters wechselt nach San Jose, in den USA. Haben wir eine A-Bewertung? Jawoll! Naja, das ist wirklich die Million. Es ist okay. Haben wir zwei Neuzugänge, zwei Spieler wieder abgegeben. Stanisic, ja gut, okay, das ist klar. Den habe ich auf der Dingsliste. United möchte 20,4 Millionen holen, aber ich hätte nicht kriegen können. Wie gesagt, wir wollen heute auch unseren ersten Saisonsieg feiern mit dem Duell gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Letztes Spiel war dieses wilde 5:4 in der Liga. Auswärts, jetzt spielen wir mal zu Hause. So, ich muss zwischendurch mal was trinken. Und dann geht's los. Ja, wir spielen Champions League. Warte mal, fällt mir gerade auf, apropos Champions League. Mit wem? Was haben wir jetzt für. Haben wir jetzt irgendwelche mega super tollen Loser? Steht doch schon irgendwie fest.
Ach Gott. Oh 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 Gott. Ein Spiel mit Real, Napoli und Fenerbahce Istanbul in einer Liga, in einer Gruppe. Wobei ich mir vielleicht das vorstellen könnte, mit Fenerbahce schon Platz 3 zu verhindern und dann zumindest in die Europa League einzuziehen. Alles andere wird wahrscheinlich nicht machbar sein. Ich denke mal, Real und Napoli werden uns ziemlich auseinandernehmen. Aber gut. Wir haben schon andere Herausforderungen gelöst. Wir gucken kurz mal auf die anderen Gruppen. City, Leipzig, Porto und Donetsk. Okay. Liverpool, Dortmund, also Klopp gegen den ehemaligen Klopp. Sociedad und Sparta. Gut. Juve, Villarreal, Benfica, Dynamo Kiew. Okay. Ja, hier nehmen sie ja nicht, weil die russischen Vereine dürfen ja eigentlich offiziell aufgrund des Krieges nicht spielen in internationalen Wettbewerben. Aber ist halt so. Der ist der Bug. Es gab einen Bug zwischen in der dritten Saison mit den russischen Vereinen und alles drum und dran. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile behoben ist. Oder was? FIFA 22? Ich weiß gerade echt nicht. Irgendwas sowas war das. Ich glaube, 22 war es. Mit den russischen Vereinen. Oder 23, wie auch immer. Ja, es ist jedenfalls möglich alles. Dann haben wir United, Ajax, Club Brügge und Rapid Wien. Barca, Bayern. Naja, mal wieder. Lyon und Salzburg. Unsere Gruppe, habe ich gezeigt. Gruppe G, AC Milan, Chelsea, Rangers, Kopenhagen. Und dann haben wir in der Gruppe H nochmal PSG, Rom, Feyenoord und den FC Basel. Naja. Also, wir haben eine schwere Gruppe. Freue mich trotzdem auf internationale Spiele, aber jetzt erstmal Liga und Hoffenheim. Und deswegen habe ich zum Beispiel ein bisschen rotieren müssen. Neue Spieler verpflichten müssen und werden auch nochmal, vielleicht nochmal nachholen. Ja, in viele Positionen haben wir ja doppelt extra besetzt. So. Werden nicht die ganze Zeit mit der Startelf durchspielen können. Es ist klar, auf wen die meisten in dieser Partie ganz besonders achten werden. Denn er hat ja in den letzten 3 Spielen 3 Tore gemacht. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. So. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Mein Name ist Rolf Fuß. Neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Und das ist eine Partie, die schon im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ja, das ist durchaus kein Spiel wie jedes andere. Die Gastgeber haben uns in den ersten beiden Spielen durchaus überzeugt. Man hat mit 0 Punkten gerechnet. Nun stehen sie besser da als erwartet. Und das dürfte im Augenblick jede Menge Selbstvertrauen geben. Oh, Xavi Simmons. Auch einer so einer dieser Geheimtipps, den man vielleicht hätte überlegen können zu holen. Ich habe mich jetzt für Moriba entschieden. Da Der ist die wahrscheinlich. Ich Startaufstellung. weiß gar nicht, wie der wirklich ausgesprochen ist. Ich habe Ilas wird der Sie wahrscheinlich entscheiden ausgesprochen. sich für ein 4-4-2 Er mit steht auf jeden außen. Fall in der Eine Startelf heute. beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Mittelfeld. Ja, wie gesagt, mit den Truppen, mit der Truppe ist trotzdem toll, kein Blumentopf gewinnen, aber mal gucken. Ist eine gute junge Truppe, wir arbeiten dran. Mal gucken, was passiert irgendwann. Hier haben wir die Aufstellung der TSG 1899 Hoffenheim. Oh, ich sehe Sehr ja fünf. flexible Formation heute bei Ihnen, ne? Ja, ein 5-3-2, also erstmal ein Riegel hinten und dann umschalten. Und da sind Matenia. die Außenverteidiger gefragt. Sind ja auch schon über 30 gewesen? 31 oder so? Wir sind vierte Saison, jetzt 35, 34, 35 oder sowas. So, jedenfalls schauen wir mal, was unsere junge Truppe so kann. Wir sind in der Saison 4. Und es geht los mit dem Anschluss für die Es kann TSG. losgehen. Auf Anschluss geht's zu den Hoffenheim. ersten 3 Punkten in dieser Saison. Den Zweikampf führt er sehr gut. Schön und Eckloff. Sterner. Scheiße. Aubameyang. Aubameyang. Sterner im zweiten Kann diesen Schuss Nachfassen. mit seinem Und Einsatz verhindern, denn er ist es nur noch Ramani nicht. mit der Natürlich eine gute Fehler die Liga, große denn Chance. solche Chancen sollten sie nutzen. Ja, kein Handspiel. Damit wäre es okay. Jetzt wäre es auf Meter gewesen.
Eck in den Strafraum. Weiter gefährlich. Sterner. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Fischer. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Flanke kommt in die und Mitte. Und gehalten von Perrin. Ball noch im Spiel. Da war mehr drin. Nächste Chance. Also man legt hier super los. Ecke. Ja, gibt nur Abschluss. Abschluss? Er bekommt gleich heute die erste Chance im neuen Club. Dann drücken wir ihm doch mal die Daumen, dass er sich schnell in der neuen Mannschaft zurechtfindet. Sie wollten sich noch einen richtig guten Mittelfeldmann holen. Das ist jetzt gelungen. Ein toller Neuzugang, von dem hier eine Menge erwartet wird. Ich wundere mich, warum wir Abschluss gab. Ich dachte, wir haben doch immer noch einen Abwehrspieler dran gewesen. Naja, ist halt so. Akpoguma. Hoffenheim mit guten Pässen jetzt. Abseits. Abseits angezeigt hier. Gut, ach, das war gut, dass es abseits war. Wir haben es gefährlich geworden. Staffelidis. Schöner Ball. Genau das meine ich ja. Ein Verteidiger, der nach vorne marschiert. Den brauche ich auf jeden Fall noch. Da kommt die Flanke. Ja. Super, immer noch. Super gemacht. Also wie gesagt, wir haben die Chancen bisher. Nützen sie noch nicht. Ball bleibt hängen. Schiri, Freistoß. Nein, nein. Da, Schiedsrichter. Ist nicht. Moriba, Silber. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ah. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Ja, aber, na, Schiri, den kannst du aber laufen lassen können, den Angriff, weil der wäre vielleicht noch was geworden, was Gutes. Aubameyang. So, was machen Sie draus? Scheiße. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Ich wollte schon was eher spielen. Er war nun schon seit geraumer Zeit in deinem Spieler her und nun konnte man ihn also endlich verpflichten. Scheiße, ey. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Wird das dritte Unentschieden in Folge? Stefan Posch. Momentan sieht es nicht gut aus. Also wir haben ja... Dennis Geiger. Diesen Pass holen sie sich. Energischer Angriff jetzt. Aber genau ist nichts. Wildes passiert. Chance zur Führung. Und Ferrar verhindert. Den hält der Torwart natürlich. Ich dachte, wäre weg gewesen. Beim Spiel von Leipzig ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es jetzt alle Infos dazu. Ja, wir haben hier das erste Tor für RB Leipzig. Neuer Spielstand damit. Eckloff! 31 Minuten sind hier gespielt. Kommen wir dann nicht zum Abschluss. Xavi. Er passt gut auf und hat den Ball. Jetzt Stafelidis. Ja. Leg dich doch ein bisschen noch hin, ja. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Und sie verlieren den Ball dann doch. Jetzt haben wir nochmal mit Glück dabei. Und Aubameyang. Ach Mann. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Klar, okay. Das ist abseits. Sie sind ein wenig selber abseits? Okay. Weil sie zu hastig waren. Da müssen sie abwarten, bis wieder alle aus dem Abseits raus sind. Aber dann kommt dieser Pass, das ist ärgerlich. Den Scheiße. Hat er förmlich geahnt. Ramadi vor. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Eckloff, glaube ich. Pause. 0 so, kurze 0. Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Hoffenheim noch ohne großen Abschluss. Wir haben ein paar, zwei, drei mehr gehabt. Wäre eine Führung verdient gewesen, aber es steht halt immer noch 0-0. Und damit ist wäre erstmal. So, ich werde das ein bisschen durch. Mal aus Gründen der Fitness ein bisschen durchrotieren. Theoretisch Moukoko. Als
Ja, Ulrich kann auch als Achter spielen. Es ist einfach nur ein bisschen jetzt, ich muss mal ein bisschen was durchrotieren. Mal probieren. Und jetzt so, geht's Doppelwechsel. Hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Um einfach. Ja, schön das Ding. Aber es kommt nichts momentan, was mitgeht. Nur Boa vielleicht mal. Aber der Fehlpass. Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. So. Richtig, dass er hier Schiri. Das war ein Foul. Hat er nicht gut gelöst. Klar, das war normal Ball gespielt. Eben noch um die gelbe Karte rum. Aber noch so eine Szene. Dann wird aus der Ermahnung eine Verwarnung. Sorry, aber das war für mich kein Foul. Das war für mich eigentlich gar nichts. Das war einfach Ball gespielt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Staffi. So perfekt eingesetzt wird. Dann wird's eng. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Okay. Das ist wohl wahrscheinlich einer meiner Spieler noch angegangen worden. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Noch ist die Lücke nicht da. Aber ah, ich hab doch gesehen, dass er noch im Rücken lebt. Ich wollte gerade rüberlegen. Wollten gerade schön den Lauf packen. Der kommende Gegner, der TSG Hoffenheim, wird uns hier präsentiert. Buschi. Es geht gegen Schalke im nächsten Schön. Bundesligaspiel. Ich glaube ja, dass sie da nicht allzu große Probleme haben sollten. Es gibt einen Torerfolg im Spiel von RB Leipzig. Wir geben. Warte mal, kurz. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leipzig. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 54 Minuten. Vielen Dank für die Info. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. So, nächster Ball. Der Ballverlust. Geiger. Da ist die Chance. Und Staffelidis läuft das Ding super ab. Lepperle. Gerade der eingewechselte Lepperle. Das war die Chance zur Führung, aber der Abschluss war einfach nicht gut genug. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Scheiße. Ball erstmal weg. Ulrich. Jetzt hier reingehauen. Ball kommt an den 1. Eigentor. Endlich die verdiente Führung. Ulrich. Eigentor von der 34. Das ist ein Soki. Sonst wäre Sterner gewesen. Es war ein klares Eigentor und damit führt man nach 71 Minuten mit 1:0. So, jetzt werde ich mal kurz noch ein bisschen durchwechseln. So. Jetzt habe ich ein Problem. Ich muss ein bisschen Positionswechsel spielen. Warte mal, jetzt müssen wir es ein bisschen anders dran gehen. Jetzt müssen wir ein bisschen anders angehen. Kann der ja Dings spielen? Ah, oh, nee. Warte mal. Das kann ich nicht machen. Ich muss meine Katze mal ganz kurz rauslassen. So. Ich muss ein bisschen was anderes probieren jetzt. Weil ich kann, Moriba kann leider nicht mehr spielen. Das heißt, ich muss Staffeli das wieder reinsetzen. Und als Sechser werde ich versuchen, mit Rot zu spielen. Der kann es aber eigentlich nicht. So, das wird der Wechsel sein werden. Rot auf links. Lemperle. Warte mal. Sterne auf die 6. Jetzt muss ich jetzt ein bisschen positionsgetreu wechseln. Rechts, ja gut, du kannst rechts spielen. Okay. Dann rotieren wir mal ein bisschen durch. Da. Sie ziehen hier gleich alle Optionen. Drei Wechsel auf einmal. Hoffentlich sind Sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor.
Ja, Fakt ist, wir führen 1-0. Und so unwichtig war es nicht. Das sieht vielversprechend aus. Rote. Sie bringen den Ball in die Mitte. Und dazu starke Aktion. Zoki. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Verhindert sogar das 0-2. Den Zoki, der gerade rausgewechselt, jetzt gerade gerettet hat, geht jetzt raus. Das der Ball kommt rein. Unter Druck geht der Ball ins eigene Tor. Schon wieder ein Eigentor. 2-0. Ab. Vom Keeper. Schon wieder ein Eigentor. Wir schießen keine Eigentore. Aber wir führen trotzdem 2-0. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Und verdient ist es aber nicht, muss ich sagen. Kurzer also viel Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Jovic. Er passt gut auf und hat den Ball. So. Jetzt Staphylidis. Ah, Staphylidis, schade. Die Idee war gut. Ich wollte Moukoko da freier schicken. Der ja gegen Köln am Ende nochmal zwei Riesendinger hatte. Jovic mit dem Ball. Sunset. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Schön mal mit viel da Dusel. Und Noppert. Da kommt die Ecke. Sie spielen erstmal raus. So, weiter geht's. Rote, der Tempo machen kann. Der ja immer noch fit ist. Und er sieht nur Kuku, der. Er macht das Spiel schnell. Riesenchance. Nicht das 2-3. Klasse, hält diesen Ball. Der nicht trifft. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Die Ecke kommt. Halbherzig geklärt. Ball weiter gefährlich. Moukoko. Moukoko! Moukoko! 3-0! Das müsste es gewesen sein. Da ist das Tor. Führung ist deutlich. Führung ist hoch. Ist einfach ein souveräner Auftritt. Nochmal wenn dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner. Boah, was ein Tempo! Stehen lässt. Und dann sehen wir. Den will ich definitiv zur neuen Saison auf jeden Fall noch fest verpflichten. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Bam, 3-0. Ab in den Krieg damit. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. So, Fakt ist, dass wir das Ding haben. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Das wird jetzt Abschluss geben. Und Abstoß für uns. Yes. Das ist der yes. Schlusspfiff. Und damit steht es nun fest. Die Gastgeber dürfen sich heute über diesen Sieg in der Liga freuen. Sie machen aktuell einfach viel richtig. Hat man heute bei diesem Sieg gesehen. Sie stehen deutlich besser da, als man das erwartet hatte. Wenn das so weitergeht, dann kann man vielleicht sogar irgendwann die Ziele nach oben korrigieren. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Klar, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute. Ja, wir haben es auf jeden Fall gewuppt. Die Aufgabe. Moukoko eingewechselt, haben seine Tore gemacht. 2 Eigentore provoziert. Hochverdienter Heimsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Leipzig gewinnt in Freiburg 4-2. Bayern gegen in Frankfurt kommt noch. So, wir gucken kurz mal, ist es Deadline Day? Lafont wechselt zu. Also die Vokusa, der war gut. Adalas momentan. Wir wählen die nach Dortmund. Bayer, der gerade ausgewechselt wurde im letzten Spiel, wechselt mal eben kurz zu Bologna. Oxford nach Leipzig. Danjuma wechselt nach. Ach, das sind Gerüchte. Das ist noch gar nichts irgendwie. Dings rechts sind die Transfers. Ja. Gucken wir mal, ob wir ein Angebot bekommen. Teuch hat Angebot.
Benfica möchte Teuchert haben. Für Laie mit Kaufoption. Ablehnen. Vielleicht braucht man nur mal noch. Wir haben drei Wettbewerbe. Da wird definitiv irgendwann mal was passieren. Mainz-Wechsel Bonneau nach Schalke vielleicht. Uchino, ja. Orlando kann ihn haben. Brauchen wir nicht. Einfach mal kurz den Wechsel zustimmen. So. Na, warte mal. Da grätsche ich noch dazwischen. Da grätsche ich noch mal dazwischen. Ich habe da gerade was entdeckt. Trade. Den habe ich gerade gesehen in den Transfer. Wo ist er denn? Da ist er. Wenn Leipzig den schon irgendwie haben will, muss da irgendwas... dem muss was dran sein. Da muss was irgendwas dran sein an dem Spieler. Deswegen werde ich ihn jetzt verpflichten. Wenn ich ihn ganz überzeugt bekomme. Schlüsselspieler. Ja. 5 Jahre, 20 Jahre alt ist er. Freigabesumme definitiv übergehen und wir können ihn verpflichten. Wir grätschen zwischen. Er hat das Gerücht Leipzig gerade gehabt und dachte mir, ein Spieler, der alles spielen kann. Why not? Nehmen wir ihn. Und zwar für den Laue. Bewertung sogar. Top-Bewertung auf jeden Fall. Gerade so nochmal dazwischen gegrätscht und ihn verpflichtet. 5 Millionen Spielerwert ist er. Ja, kann was werden. 72 stark. Why not? Nehmen wir mit. Gerade das Gerücht Leipzig aufgeploppt und schon sagt die Bayreuther, Moment, den nehmen wir mit, den Spieler, das ist unser jetzt. So, kurz vor dem wirklichen Deadline Day nochmal. So, da sind noch ein. Genau, es könnte Uchino sein, der Abgang. Ja, ist es auch. 3 Jahre haben wir durchgeschleppt. Jetzt ist er fix weg nach Orlando City. Gibt schlechtere Orte. Wechselt für. Ja, 49.000. Fast das Maximum. So. Die Kohle nehmen wir mit natürlich. So, perfekt. So, abgelaufen. Leihangebot für Teuchert. Peri. Ach, da sind noch Angebote reingekommen, die ich gar nicht gesehen habe erst. Peri. 2,7 Millionen. Nein. Leih zum Kauf. Na, Sporting. Jetzt erst noch Benfica erst. Wir wollen den haben. Und Sporting sagt ebenfalls, ich lehne beide Transfers ab. Wir behalten ihn. Kurz, warte mal, die eine Nachricht habe ich ganz zu spät gesehen. Genau, Transfer Chino wechselt durch. Und wir machen heute Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Duell. Oh, in Dortmund. In Dortmund. Okay, das wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich darauf und ja, schaltet wieder ein. Morgen 14 Uhr.